Hast du ein Handy? Ja, ich habe ein Handy. Was machst du am meisten mit dem Handy? Es ist mein Büro. Ah, dein Büro. Ich gehe nicht in irgendein Büro. Ich erledige alles auf dem Telefon heutzutage. Also für junge Menschen, die diese Erleuchtung wollen, suchen und sich selbst kennenlernen wollen. Du sagst, ich bin alt? Überhaupt nicht. Du bist erfahren auf so viele verschiedene Arten und du gibst eine Art Werkzeugkasten an deine... Hey, benutze nicht dieses Wort. Werkzeuge ja, aber nicht Werkzeugkasten. Richtig. Meine Aufgabe ist es, Fragen zu stellen. Nein, aber ich sage, wenn du für jede Frage die Antwort kennst, wenn du weißt, was da ist, dann... Der Tod meiner Karriere. Das nennt man KI. Der war gut. Der Punkt geht an dich. Du wärst also GPT, in Ordnung? Der Punkt geht an dich. Ich bin mir sicher, dass du denken musst, was mache ich denn? Was ist es, das ich tue, was die anderen Menschen nicht tun? Denkst du das nicht? Ich mache Leben. Sie machen mentalen Zirkus. Ich mache Leben. Ich habe meine Schlagzeile. Wenn sie sich an dich wenden und um Rat fragen, glauben viele Menschen, dass du die Zukunft sehen kannst? Menschen versuchen es. In diesen Tagen haben sie es aufgegeben, weil ich weiß, sie wissen inzwischen, dass wenn sie solche Fragen stellen, wo ich sie hinbringen werde. Das Wichtige an meinem Leben ist nicht, deine Zukunft vorherzusagen, sondern dich zu ermächtigen, deine Zukunft selbst zu gestalten. Du bist einer derjenigen, die Stereotypen durchbrochen hat. Du weißt schon, die eines Gurus, eines Yogis, einer mystischen Person, die sich aus dem weltlichen Leben herausnimmt. Du tanzt, du singst, du spielst Golf, du fährst Motorrad, du reist um die Welt, du trägst hübsche Kleider. Ist das hübsch? Das ist es. Danke, danke. Ich entwerfe meine eigene Kleidung. Ich möchte, dass du das weißt. Es ist aus Naturfasern, wie ich sehe. Ja, das ist Teil meiner Mission. Save the Weave ist eines der Projekte, die wir durchführen, um Naturfasern zurückzubringen. Du warst im Nita Ambani Kulturzentrum. Das Kulturzentrum. Auch dort haben wir dich über den roten Teppich laufen sehen. Ich denke, es hat... Nein, sie haben einen... Der Teppich war rot. Was kann ich tun? Wenn er blau wäre, würde ich auch gehen. Wenn er schwarz wäre, würde ich auch gehen. Mit wem verbindest du dich leichter? Mit der Landbevölkerung oder der komplizierten Stadtbevölkerung? Ich verbinde mich sogar mit dem Grashüpfer, wie ich mich mit dem liebsten Menschen in meinem Leben verbinde. Wir missverstehen die Involviertheit des Lebens mit Beziehungen. Weil du vor mir sitzt. Wenn du mich fragst, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, werde ich sagen, du bist es. Was macht dich ekstatisch? Ich habe dich gesehen. Das Video ging überall viral. Du warst ekstatisch, als du getanzt hast. Da war so viel Freude. Was hat dich in diesem Moment so fühlen lassen? Das war ich nicht in diesem Moment. Ich bin jeden Moment so. Siehst du Indien als dein Zuhause und wirst du dieses Jahr verreisen? Mein Zuhause ist in mir selbst. Also geht es mit mir, wohin ich auch gehe. Manchmal mag ich das Essen, manchmal mag ich es nicht. Aber es ist wie zu Hause. Manchmal wird das Essen gut, manchmal auch nicht. Wie sieht dein Leben im Moment aus? Du führst ein sehr beschäftigtes Leben. Du bist ständig auf Reisen. Du willst das Leben der Menschen berühren und deine Glückseligkeit in so viele Leben wie möglich bringen. Ich versuche nur meine Erfahrungen auf die Menschen abzufärben, das ist alles.